Amazon Prime, jetzt mit Paketverschiebung. Jetzt mal ganz im Ernst und ohne Witz, ich glaube, das hier ist das dunkelste Spiel dieses Planeten. Weil, guck mal geradeaus in den Gang, du siehst nichts. Es ist einfach nur dunkel, es ist fast so, als wäre da eine schwarze Tapete, aber nein, es ist einfach so dunkel. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Shadows 2 Perfidia auf Michaels Seite der Geschichte. Ich bin mir ja ziemlich sicher, dieser Aufzug, in dem ich gerade stehe, würde auch eigentlich bis ganz nach unten durchfahren und dann könnte ich einfach gehen, dann wäre das Spiel vorbei. Aber nein, Michael, der absolute Ehrenmann, muss ja jetzt unbedingt jedes einzelne Stockwerk nach seinem Kumpel absuchen. Ich nehme einfach mal an, das ist Joe. Ich meine, ich kenne nur Joe, außer Michael. Und wir haben ja Joes Seite gespielt, das heißt, ich glaube, ich weiß, was mit Michael passieren wird, aber ich will mich da nicht festlegen. Okay, munter ans Werk, voran. Hier sieht's anders aus, die Tür fehlt. Also, die Tür ist da, aber nicht da, wo sie hingehört. Hello? Ah, schön. Der Patient liegt bereits auf der Couch, wo ist mein Sessel? Wie kann ich ihn behandeln? Liegt hier sonst noch irgendwas? Nein, nein, nein. Einfach nur, was auch immer das ist. Also, ich weiß, was das ist, aber wer auch immer das ist. Auf einer Couch. Das ist geilo. Die Tür ist natürlich zu. Welch Riesenüberraschung. Kann ich mal wieder ein paar Batterien kriegen? Das fände ich super nice. Weil so langsam nähern wir uns der unteren Hälfte. Und das ist nicht gut. Denn dann sind die Batterien halb leer. Und ich habe sie eigentlich gerne halb voll. Die ist natürlich auch zu. Es ist immer dieselbe Tür zu. Auch schön. Hier was drin? Nein, ausnahmsweise mal nicht. Rechts wieder die Spinde. Links eine angelehnte Türe. Oh, wie ich mich freue. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das hier ist. Man konnte ja vorher immer halbwegs vorhersehen, was passiert. Ich weiß nicht, ob das hier auch so stark ist. Bisher ging es eigentlich halbwegs. Ja, das war ein Buch. Hier ist ein Soda. Außerdem sieht es hier anders aus, ne? Hier sind nicht die Spinne. Normalerweise sind hier die Spinne. Da sind Batterien. Perfekt. Und... Ah, ja. Ich dachte gerade, was? Der Mindbreaker. Aha. Aha, ich darf leider nichts davon vorlesen, weil sonst kriege ich die gelbe YouTube-Medaille. Aber das ist das ganz gute Zeug. Quasi mehr darf ich dazu leider nicht sagen. Ah, ich liebe es. Hold up. Die Tür war aber vorhin noch nicht da. Drei Lisas. Das ist mehr, als ich handeln kann. Und das, okay, okay, ja, da schwenke ich mal ganz schnell die Kamera weg. Drei Lisas ist mehr, als ich handeln kann. Okay, hier ist normalerweise elektrisches Equipment. Warum hat es hier Puppen? Keine Ahnung, aber hier ist ein Hammer. Na, Mädels, alles klar. Was sind das für Bilder? Bitte sag mir nicht, ich muss die irgendwie unscharf machen oder so. Das hat man gehört, oder? Ich war jetzt einfach mal ruhig, damit man voll den Sound genießen kann. Das hat man gehört. Angelehnte Türe. Brauche ich dafür den Hammer? Hammer ist kaputt. Und ich habe mehr Krach gemacht, als legal sein sollte. Okay. 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 Die Tür kann ich aktuell nicht aufmachen. Ein Handabdruckscanner. Was ist das denn für ein Büro? Da gehe ich nicht rein. Oh, das hat man gehört. Da gehe ich so schnell nicht rein. Was geht eigentlich ab? Ach, schon wieder das Klo. Es ist doch immer das Klo, Mann. Spiegel ist kaputt. Aber warum? Wer könnte so hässlich sein? Ah, hi. Na, was sind heute die Nachrichten des Tages? Ist das jetzt euer Ernst? Da muss ich gerade ein bisschen... Und ich wollte auch gerade noch ein Scares-Meme machen. Ich wollte gerade noch sagen, hey, what's up, guys? It's Scares. Ist es nicht euer Ernst, oder? Wer Scares nicht kennt, wird überhaupt nicht verstehen, warum ich gerade lachen muss. Aber oh mein Gott, ist das gut. Okay. Ah, hier kann ich jetzt rein. Ach, kam da das Vieh raus?
Anscheinend. Meine Vision ist leicht blurry. Ja. Ich muss mal kurz mir ein Döschen gönnen. Ist hier irgendwas? Nein, 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 nein. Was haben wir hier? Ich sehe dich. Ja, das Monster ist leicht, also nicht das intelligenteste. Ja, denn du besitzt Augen. Ich hab keine. Hier geht's gut. War das Count Dracula oder was? What? Oh, hat sich aber gut gehalten. Sah aus wie der legendäre Reaper-Skin. Können wir nicht, bitte? Ja, das hat gesessen. Ich muss mal kurz eine Runde durchschnauben. Das kam lass sowas spielen. Das kam so aus dem Nichts. Das bin ich. Dann stimmt's nicht, was ich gesagt habe. Ich habe ja gesagt, als Joe habe ich Michael auch gefunden. Aber es gibt mehrere von mir. Oder? Muss ich das so verstehen? Und jetzt hinterlassen wir auch noch Fußspuren. Denen ich natürlich nicht hinterherlaufe, weil jetzt diese Tür offen ist. Die vorher aber auch nicht offen war, richtig? Okay, seit das gerade eben passiert ist, merkt man, wie ich leiser geworden bin, so tendenziell. Weil das war echt nicht lustig. Das Spiel, das war nicht witzig. Überhaupt gar nicht witzig. Ein Keypad. Mein Gott, wie komme ich hier raus? Escape. Ah, Notiz, Batterie fast leer. Ich habe keine Ahnung, was der Code sein könnte. Er muss irgendwo aufgeschrieben sein. Auf meiner Stirn. Ich brauche eine Batterie. Dringlichst. Bitte, Mr. Vampire, wenn du schon hier bist, gib mir doch eine Batterie. Mike, ich erinnere mich an den Typen. Er ist vor einiger Zeit gekommen und hat gesagt, er arbeitet in irgendeiner Art Experiment. Er schien ganz cool, aber hat mich dann nach Geld gefragt. Er wollte nicht aufhören damit, also habe ich ihm $1000 geliehen. Okay, er hat gesagt, er zahlt sie mir bald zurück. Das war das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe. So viel zum Thema, er zahlt sie zurück. Hier ist zu. Und schon wieder eine Säge. Warum liegen hier überall Sägen rum? Außerdem ist das Level riesig. Was ist das denn? Liegt ein Bein? Kann ich eine Batterie kriegen? Alles andere ist mir wurscht. Irgendwas steht hinter mir. Jede Wette. Ja, hi. Aus dem Weg. Und da steht jetzt ein Fernseher. Geil. Wo ist das Ding hergekommen? Ich hätte halt echt gerne eine Batterie. Noch mehr Fernseher. Stop, guys, it scares here. Ich habe extremst wenig Battery, ne? Yay! Das ist, was ich wollte. Habe ich das alles jetzt nur für ein Secret gemacht? Die Hand. I've got the hand. So, jetzt. Auf. Was ist hier drin? Ein Ghost, ey, den gibt's auch wieder, weil das Spiel damit rechnet, dass ich keine Battery mehr hab. Schön. Und jemand läuft wieder rum. 5, 6, 3, Fragezeichen 7, 8. Da mache ich aber kurz mal ein Foto von, ne? Das ist nur ein Fragezeichen, was fehlt. Also muss ich einfach irgendwas einsetzen. Es ist garantiert auch so irgendwo. Aber ich setze einfach... Das ist das Geräusch. Das ist kein Laufgeräusch. Okay, ich verstehe schon. Das ist kein Laufgeräusch. Ich verstehe schon. Okay. Fragezeichen. Das heißt, irgendwas einsetzen, bis es funktioniert, so nach dem Motto. Schön. Wenigstens habe ich jetzt einen Glowstick, auch wenn das... Auch wenn der fast nicht viel heller ist als das hier. Was geht ab? Ich muss jetzt zurück zum Keypad.
Und was passiert? Oh! Was? Wirklich? Wie ist das denn fair? Ich kann ihm nicht da. Hast du gesehen, wie schnell es ist? Ich kann ihm nicht weglaufen. Unmöglich. Haben wir einen Safe Point? Kriegen wir einen Safe Point im Stockwerk? Ja, kriegen wir, aber ich weiß gar nicht, wo genau das hier jetzt ist. 5, 6, 3, 4, 7, 8. Dankeschön. Gott, ey. Also, jetzt ganz im Ernst. Das mit dem Pferd hätte man sich schenken können. Weil es ist so klein, dass du es nicht siehst. Es ist so schnell, dass du ihm nicht weglaufen kannst. Also, ich bin jetzt ganz ehrlich, ne? Die Atmosphäre ist gerade auf dem absoluten Gefrierpunkt. Wow. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Oh, jetzt auch noch das Ding. Okay, war auch ursprünglich mal ein Albtraum. Das Ding hat er Crawler genannt. Okay, es waren weitere Dinge. Okay, die sind jetzt vielleicht unterwegs. Ja, es ist aktuell I don't care. So. Genug gequatscht, mir geht's wieder gut. Ein Headache. Aber wenigstens bin ich nicht mehr schuckes. Okay, wieder Pommes in Rot, ohne Weiß. Dann steckt fest, vielleicht hilft etwas Öl. Diese Situation. Feststeckende Schublade. Da kann man ja nicht ziehen oder so. Nein, wir brauchen Öl. Horrorspielcharaktere. Alle identisch. Alle gleich. Jedes Mal. Oh, Sip. Nice. Sip mit 2P natürlich. Okay, die ist zu. Natürlich ist sie zu. Sie ist jedes Mal wieder zu. Ja, geil. Okay. Als ich von dem Vieh gekriegt wurde und gerespawnt bin, habe ich wieder ein bisschen Batterie gekriegt. Die ist jetzt alle. Und es gibt wahrscheinlich auch keine Batterien mehr im Spiel. Weil ich soll den Glowstick benutzen. Ja. Was? Öl! Was höre ich hier eigentlich? Jetzt mal realistisch gesehen, was höre ich hier? Ich weiß nicht, was ich höre. Will ich es wissen? Öl! Öl! Ich hab Öl! Yay! Schublade! Auf! Ist ein Schlüssel drin, sehr klar. Amazon Prime! Jetzt mit Paketverschiebung! Entschuldigung? Unhöflich? Hierfür! Geil! Dark? Wie viele Gänge haben wir noch? Die Level sind so groß. Das war ein Blitz. Das ist nur ein Gewitter. Alles gut. Kein Öl mehr. Noch ein Schlüssel. Halt, habe ich gerade einen Schlüssel aus einer Schublade, die ich mit Öl aufgemacht habe, benutzt, um noch eine Schublade aufzumachen. Was? Wie geht's dir, Michael? Ich hoffe, dir geht's hier oben gut. Kann mich nicht beklagen. Jo, also, ich meine, ich hatte schon coolere Erfahrungen, ne, aber. Ja, es gewittert halt. Mann. Okay. Noch was. Delusion. Das heißt sowas wie Illusion, ne? Nichts Reales. Schön. Hat vollgebracht. Nochmal ein Zip. Perfekt. Ich kann wieder klar sehen. Und was hat's uns jetzt gebracht? Noch Lisas hier drin, das ist nice. Hier ist noch eine Hand. Einfach nur Delusion. Okay. Was mache ich jetzt da draus? Dieser Raum bringt mir nichts. Und meine Schlüssel sind. Ich kann mein Tab-Menü nicht aufmachen. Ich kann mein Menü nicht aufmachen, okay.
Was kaufen wir uns jetzt davon? Meine Schlüssel sind beide verbraucht. Mein Gott! Try again! Wo soll ich? Ich weiß doch nicht, was ich machen soll, wenn sowas passiert. Es passiert immer einfach so und du weißt nicht, wo du hin sollst. Es gibt immer exakt einen Ort, wo du safe bist, wenn sowas passiert. Und ich fange wieder... Also, wow. Das ist so... Es ist so dumm. Was? Was ist jetzt passiert? Ich habe nichts anderes gemacht als vorher. Da war gerade, also hier auf dem Laptop ist eine Kameraansicht erschienen. Von der Lobby, vom Vorraum. Aber ich habe nichts anders gemacht. Ich habe alles genau gleich gemacht. Ist das zufallsgeneriert? Spawnt das Vieh jetzt wieder? Nee. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich raff das Spiel nicht, tut mir leid. Hier ist wieder so eine dumme Codebox. Kein Strom. Ich verstehe nicht, was das Spiel gerade von mir will. Weil ich habe nichts anderes gemacht als vorher. Ja, RIP. RIP, Bruder. Kann ich das angucken, bitte? Es sind keine Batterien drin. In was, bitte? No batteries inside. Was? In dem Typen, oder was? Und wofür war der Key? Natürlich hierfür. Wofür war sonst? Immer die Tür hinter mir, nicht die Tür vor mir. Was war das denn jetzt? Generatorbatterien. Kein Blassen. Und wo ist der Generator? Und wo bin ich? Hier ist der Vorraum. Nee, ist es nicht. Das ist das Büro mit der Schublade. Okay, wo war der... Wo haben wir hier einen Generator? Yay. Ah. Ohne Schraubenzieher nicht... Gott, ist das lächerlich. Ohne Schraubenzieher nicht aufzukriegen. Es ist einfach nur Fleißarbeit. Aktuell. This is what it feels like. Einfach nur kein Strom. Nein, echt, du bist ein cleverer Mann. Es gibt viele Gründe für mich, dich zu hassen. Ich hatte immer deinen Rücken. Immer wenn du Stress hattest, war ich da, um dir zu helfen. Als ich dich brauchte, hast du so getan, als habe ich nicht existiert. Okay, du verdienst das. Niemand verdient das. Keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber es erinnert mich an David. Ich hoffe, er ist immer noch im Büro, dass ich ihm das erklären kann. Hier ist niemand mehr im Büro. Und wieder kein Schraubenzieher. Was ist das Spiel an dem Punkt? Einfach nur, such das. Jetzt such das. Was war das jetzt? Ich habe einfach, da war einfach angucken, also habe ich es angeguckt. Was war das? Ist das wieder so eine Sequenz, ja? Schön. Ganz schön. Das ist so, ja, ich muss sagen, das ist so eine Sequenz. Erfahre ich jetzt, wo der Schraubenzieher ist. Ich weiß ja nicht mehr, wo der Generator steht an dem Punkt. So. Kann ich hier rüber? Ja, kann ich. Bam, 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 bam. Die ist zu. Toll. Schlüssel. Aber nicht für die Tür, vor der er liegt. Okay. Hier. Außerdem, wer hat das aufgenommen? Na, berechtigte Frage? Berechtigte Frage. Okay. Ist klar.
Soll ich jetzt wieder hier Stroh durchsuchen? Das ist so dumm. Hier ist zu. Ist jemand drin? Geil. Hey! Batterien, die mir nichts bringen, weil ich nicht dieser Charakter bin. Jetzt kann ich gar nichts mehr benutzen. Okay. Ja, okay. Okay, das war klar. Das war klar, ich konnte gar nichts mehr machen. Aber was hat's mir jetzt gebracht, realistisch? Eigentlich ja nichts, oder? Du bist der Nächste, ja, try me. Okay, immer noch, du bist der Nächste. Und ein Schlüssel für irgendeine Tür von den ganzen 100. Keine Memory Card, keine Batterie, nutzlos. Ich muss mal kurz durchatmen. Und ein Schraubenzieher, mein Gott, jetzt muss ich mich noch dran erinnern. Jetzt muss ich mich noch dran erinnern, wo der Generator war. Und dann haben wir... Okay, dann haben wir Strom. Aber immer noch nicht den Code fürs Keypad. Mann, war das Ding hier? Ja, war es auch. Auf. So, Strom ist wieder hergestellt. Bringt nur nichts. Weil ich den Key nicht habe. Den Code, der fehlt. Dafür haben wir wieder Licht. Das ist geil. Kann ich den Rechner jetzt benutzen? Notes.txt. Erstmal Kamera. Okay, vergiss es. Okay, neue Computer im Office. Okay. Mindestens drei Maschinen mit 16 GB RAM. Zwei meiner Leute haben gesagt, die Computer sind nicht cool genug, also brauchen wir einen mehr. Ja, das ist ein Code. Das ist ein... Ich muss wieder ein Foto davon machen. Ich muss wieder ein Foto... Das ist wieder irgendein Code. Das ist... Ich meine, wer sagt so spezifisch Zahlen? Drei Maschinen, 16 Gramm, zwei Mates haben gesagt, dass wir einen mehr brauchen. Ja, das macht doch kein Mensch. Ist das zufällig? Warte, jetzt muss ich das Foto hier auf. Ich benutze jetzt die Technologie, ja? Ich mache jetzt das Foto hier auf, zoome so an, dass ich das sehen kann. Ist das der Code für hier oder fürs Keypad? Das ist jetzt die Frage. Also wir haben neue Computer gekriegt. Mindestens drei mit 16 Gramm. Zwei Mates haben gesagt, bla bla bla. Also brauchen wir einen mehr. Ist das der Code? Zu easy. Viel zu easy. Was ist auf Cam 5? Die Tür verbarrikadiert. Nein. Open the door. Open the door. Oh God. Oh God. Oh God. Ups. Upsi. War nicht meine Intention. Mir geht's nicht so geil. Okay. Ich muss mal kurz durchatmen. Es gibt also doch noch andere Leute hier. Oder auch nicht. Es ist alles nur eingebildet. Ich weiß immer noch nicht. Ich meine, ich habe die andere Kampagne gespielt. Ich weiß immer nicht, was hier eigentlich abgeht. Ob das eingebildet ist? Ob das echt ist? Ich habe keine Ahnung. Wie geht's mir? Headache. Okay. Nice. Was ist hier vorne passiert? Ja, RIP Mate. Wenigstens kann ich jetzt dahin. Wo er herkam. Punkt, Punkt, Punkt. Ah ja. Die Frage ist, wo ist der überhaupt her? Jetzt ist übrigens schon wieder das Licht aus. Wo waren das überhaupt? 2, 1, 3, 7, 7, 2. Das kann sich kein Mensch mehr. Ich mache die Notizen-App auf, gib mir einen Moment. So. Möchten Sie das bitte einmal wiederholen, ja? 2, 1, 3, 7, 7, 2. Das ist der Code. Okay, hi. Ich gehe. 2,
1, 3, 7, 7, 2. Darf ich bitte endlich gehen? Wo ist der verdammte Aufzug? Ich habe keine Lust mehr auf das Stockwerk. Stockwerk ist uncool. Ich will nicht mehr. Stockwerk macht nicht viel Spaß. Oh ja, Geräusche. Die keinen Ursprung haben, weil da keine Flasche rumliegt. Ah doch, da liegt sogar eine Flasche. Batterien kriegen. Jetzt am besten noch eine Chase-Sequenz. Das wird mir Spaß machen. Ist doch ein Aufzug. Das ist der Aufzug. Ist das ein Meme? Ist das ein Meme? Oder sollte das passieren? Wenn da jetzt steht Try Again, gehe ich. Das ist doch ein Meme, ganz ehrlich. Das ist... Ah, haben wir es geschafft? Ich habe einfach nur ein Black Screen und ein Ladezeichen. Ja, es sollte passieren. Okay. Guten Morgen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Auf dem nächsten Stockwerk vielleicht. Kann ich jetzt bitte endlich aus diesem Stockwerk raus? Okay, wir sind auf dem nächsten Stockwerk. Was geht eigentlich ab? Ich verstehe es nicht. Wie kann ich noch leben? Das Ding hat mich so heftig getroffen. Okay, ich würde einfach mal sagen, das reicht für dieses Mal hier bei Shadows 2. Ich hoffe echt, das Spiel geht nicht so weiter, weil durch dieses ganze Gesuche und allein schon das Stockwerk, ich nehme jetzt seit bald einer Stunde auf. Die beiden Stockwerke zusammen haben jetzt jeweils fast 30 Minuten gebraucht, mindestens aber jeweils 20. Einfach, weil du so viel Zeug suchen musst. Und wenn du so viel Zeug suchen musst, dann ist es irgendwann halt einfach nicht mehr gruselig. Man hat es ja jetzt gesehen, ich habe mich nicht mal mehr erschrocken, ich habe nur noch gelacht. Ich hoffe echt, dass das nicht so weitergeht und dass das Spiel jetzt wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt, weil so 10 Minuten pro Stockwerk absolut in Ordnung, aber wirklich 20 oder 25, das ist einfach... Das nimmt so viel Tempo raus, habe ich das Gefühl. Das ist nicht so... Nicht so meins, das mache ich nicht. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ach so, ja, eine Sache noch. Sah der Typ jetzt für euch auch ein bisschen aus wie Jason aus Freitag der 13.? Ich frag nur aus Interesse, weil der hat schon ein bisschen Ähnlichkeit, ne?